Und auch vor allem länger. Denn sonst komme ich mit den Produktionen nicht wirklich weiter. Gomez. Dich wollte ich jetzt gerade nicht ansprechen, aber... Nee, Händler bist du auch nicht. Ich wollte ihn ansprechen, genau den. Für Gomez. Du hast da voll das fette Königin-Problem da unten. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Händler? Mal Crimes? Für Gomez. Ach, der kann mich viel sagen. Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. Ich speichere mal und versuche die Kisten da zu plündern. Ja, die Folge passiert nicht sehr viel, außer viel sterben. Behalt deine Drecksgriffe bei dir. Ja gut, dann eben. Hey du, es gab gar kein gebratenes Fleisch. Oh, da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Aha. Lass mich vorbei. Für Gomez. Ja, tauschen. Vielleicht bei hat dir ein paar kann ich Fackeln. Tauschen. Jupp, alles was du willst, wenn du Erz hast. Ja, bestimmt nicht alles. Nee, nämlich kein... Gut. Dann eben ohne Fackeln. Mein eine reicht uns ja an sich. Wenn wir es geschickt anstellen und nicht irgendwelche blöden Dinge damit anstellen. Aber so ein paar als Reserve wären eigentlich schon besser. Finde ich. Persönlich. Auf jeden Fall habe ich Schiss gegen die scheiß Königin da. Zum Glück musste man da nicht weit laufen. Das finde ich nämlich sehr schön. Man hat nicht so suchen müssen. Denn das war so blöde, unheimlich. Ich hätte da echt nicht suchen wollen. Bin mal gespannt. Aber wenn, also die Königin ist ja echt schon stark. Wir haben drei Viertel beim ersten Mal, haben wir drei Viertel ungefähr von der Lebensenergie wegbekommen. Kam aber dann nicht rechtzeitig weg. Und dann war vorbei. Und dann habe ich irgendwie nicht mehr getroffen bei den anderen Malen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder ein Bug ist oder... Ich hoffe ja nicht. Ist das überhaupt der richtige Weg? Nein, oder? Nein, ist nicht der richtige Weg. Ich verlaufe mich sogar beim Ausgang. Das ist unglaublich. Ach Gott, da muss ich auch noch wieder den Coverlorn suchen. Ach du meine Güte. Ich kann mir einfach die Karte nicht mehr... Also die Karte habe ich ja, aber ich kann mir nicht merken, wo was war. Das ist echt ein Problem. Habt ihr Fackeln? Für Gomez! Fackeln? Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was... Nee, hast du nicht. Denn du hast keine Fackeln. Fackeln! Er hat Fackeln. Da hole ich mir gleich mal 10 Stück. Und Heiltränke. Pfeilen mal nicht. Was gebe ich dir dafür? Was ist 145 Erz wert? Das ist 600 wert? Nee, das gebe ich dir nicht. Das sind 250 wert. Moment mal. Das wären dann nur noch 125. Ja, das gebe ich dir jetzt mal. Und dann noch ein bisschen Erz. Oh, das ist falsch. Das wollte ich nicht. Ich habe gedacht, das wäre Erz. Da ist Erz. So. Annehmen. Gut. Dann wären wir zumindest da ein wenig besser vorbereitet. Jetzt hole ich mir noch den Bogen. Und dann sollte es eigentlich irgendwie funktionieren. Weil mit dem Bogen... Also sie kann ja kaum laufen. Oder sie will kaum laufen. Das kann natürlich auch sein. Dementsprechend müsste ich sie ja mit dem Bogen richtig easy siegen können.
Hoffe ich. Ich hoffe es sehr. Ja, das wird jetzt wieder eine Lauffolge, ein bisschen. Tut mir leid. Aber das ist Gothic. Wie gesagt, als Let's Play etwas ungeeignet, das Spiel. Denn wenn du so persönlich spielst, so was weiß ich, mal ein Wochenende durch und bla bla bla, wie man es eben macht, dann ist ja solche Laufgeschichten nicht ganz so schlimm, weil es interessiert ja keinen. Aber als Let's Play, ich meine, das ist ja für euch auch nicht gerade des Actions letzter Sinn. Und ich brauche jetzt mal die Karte. Karte? Karte, welche Karte? Nehmen wir die Karte. So. Wir sind da oben und wir müssen... Okay, wir laufen mal den Weg entlang. Und ich glaube, ich weiß ungefähr, wo wir hin müssen. Und ich laufe jetzt einfach mit der Fackel hin, weil ich die einfach nicht weglegen will. Das ist jetzt meine Freundin, die Fackel. Also nicht die Art von Freundin, sondern Bekanntschaft und... Ja. You know it. Ach ja. Aber ich finde, man könnte ruhig ein Gothic, ein neues Gothic-Spiel machen. So in der Grafik von Risen 2. Und dann aber wirklich Gothic. Finde ich schön. Weil Risen 2 ist ja an sich ein schönes Spiel. Aber ich mag das Piraten-Setting nicht. Das ist nicht meins. Sowas mag ich nicht. Karte kontrolliere. Ein Goblin. Gut, dass die uns nichts mehr anhaben können. So. Meine Freundin, die Fackel. Ach, ich wollte auf die Karte schauen. Ich dumm Depp. Ja, doch, das müsste der Weg sein. Kavalorn. Nee. Ich lauf gerade wieder hoch. Warum? Da ist Kavalorn, oder? Oder? Nee, Aiden. Verdammt. Das ist ein Erzbrocken. Da muss aber doch Kavalorn auch nicht weit weg sein, oder? Nee, wenn wir den Weg entlang gehen, müssten wir ihn finden. Dann hole ich mir einen fucking Bogen. Und dann gibt's auf die Fresse. Da oben ist er, oder? Ich glaube, da oben. Ja, das müsste er sein. Da muss ich jetzt irgendwie hier hoch. Ach ja, dann haben wir es ja schon wieder gefunden. Glaube ich zumindest. Wolf, den muss ich nicht unbedingt haben. Oder, da ist eine Hütte. Ist das die Hütte von ihm? Dann muss ich doch den Wolf killen. Ich Depp. Stehe ich nochmal auf? Es war doch so, weil ich nicht, will jetzt nicht unbedingt speichern. Schladen meine ich. Also ich bewege mich noch. Da müsste ich eigentlich aufstehen mit ein bisschen Energie noch. Oder nicht? Doch nicht? Bitte sag mir jetzt nicht, dass ich laden muss. Wohl doch. Mist. Ich Idiot. Och Mann. Sind wir wieder hier? Hey du, es gab. Oh, ja. Ich hab grad andere Probleme, Junge. Wie ging's nochmal hoch? Da. Ach Mann. Das ärgert mich. Das ärgert mich aber total. Seht ihr, wenn ich jetzt YouTube-Partner wäre und ein paar Rechte mehr hätte,
würde ich jetzt das Spiel vorspulen und dabei schöne Musik im Hintergrund laufen lassen. Da ich das aber nicht bin, müsst ihr alles sehen. Seid ihr selber schuld, ihr könntet mich zum YouTube-Partner machen, aber nee. Ihr schaut ja zu wenig meine Videos. Ja, böse Leute. Nee, ich meine, ein Let's Play ist eigentlich immer ein Let's Play und ihr müsstet alles sehen, was man eben ja so tut in dem Spiel. Würde ich jetzt nur behaupten, weil ich meine, Let's Play ist ja so, lass uns spielen und ich zeige euch ja, wie das Spiel funktioniert. Und dass eben solche Fails mit reinkommen, das gehört zum Spiel dazu. Meiner Ansicht nach. Könnt ihr aber auch anders sehen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wieder den ganzen Weg da. Und nur weil ich zu blöd war, den Zeitschritt zu machen. Den habe ich aber schon mal in der letzten Session vergessen. Da war es auch so ärgerlich. Aber da habe ich vorher gespeichert gehabt. Da ist es dann nicht so schlimm gewesen. Wisst ihr, man kann aber auch nicht schneller laufen. Das ist ärgerlich. Und diese Kurbel werde ich nie wieder benutzen. Nie wieder. Außer ich muss. Könnte man ja sogar vorstellen, dass ich es muss. So zum Beispiel, ich kill jetzt die Königin und alle Minecrawler rennen dann auf mich zu und töten alles, was in der alten Mine da so kreucht und fleucht. Und ich muss rausrennen und die scheiß Kurbel da drücken, dass die nicht in die Welt rauskommen. Das wäre cool. Hoffentlich haben sie das so gemacht. Würde mich freuen. Wisst ihr, wenn ich jetzt zum Beispiel auch noch singen könnte, würde ich euch was vorsingen, aber nein, ich kann gar nichts. Ich bin einfach talentlos. Ah, und da guckt ihr mich an? Ich verstehe euch nicht. Bei Gothic 1 gibt es wirklich recht wenig Let's Player, die das spielen. Also es gibt schon einige, aber sagen wir mal, von denen sind 80% schlecht. Von dem, was ich so gesehen habe. Daher glaube ich schon, dass da durch die wenige Auswahl, die euch bleibt, ihr auf meinem Kanal hängen bleibt. Oder auf dem von GornLP. Der übrigens besser ist bei Gothic. Was willst du, Süßer? Oh, putzi, putzi, putzi. Ups. Hab ich dir weh gemacht? Oh, tut mir leid. Irgendwie ja nicht, aber... Man muss es ja sagen. Ist ja... Ich hab ja einen Bildungsauftrag. Moment mal, ist das der richtige Weg? Der kommt mir nicht bekannt vor. Auf jeden Fall, Notiz an mich selbst. Doch, das ist das Richtige. Notiz an mich selbst, falls ich irgendwo mal wieder runterspringen will, vorher speichern. Falls ich wieder zu blöd bin. Was ist das hier? Was ist das hier? Kavalon? Nee, schon wieder. Ich fall jedes Mal drauf rein. Jedes Mal. Aber den Erzbrocken nehme ich diesmal mit. Wieder. Fall jedes Mal drauf rein. Verdammt nochmal. Aber immerhin wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich habe ziemlich gut die Zeit totgelabert. So, hier hoch. Dann runter, aber vorher speichern. Den Wolf abknallen, abschlagen. Den Kopf abschlagen. So. Speichern. Wichtig. Jetzt. Wisst ihr, was schön wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt den Bogen holen könnte, den alten Spielstand laden könnte, den Bogen hätte und dann vor der fetten Kuh da stehen würde. Das wäre cool. So. Hallo? Alter! Was macht ihr mit mir? Gibt's doch nicht. Ihr habt mir ja fast Schaden gemacht. Fackel? Wo ist meine Fackel? Da ist meine Fackel. Meine liebe Fackel. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Was habe ich jetzt hier? Warum bin ich hier? Hä?
lang? Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Ich dachte eigentlich, wäre ich... Nein. Verdammt. Ich bin falsch. Wo ist dann Kavalor? Ich glaube, ich muss den Weg noch ein bisschen weiterlaufen. Habe ich die Kisten schon mal aufgemacht? Wie kriege ich die auch gar nicht auf? So, das, die sind versperrt. Mist. Mist. Na, das hat sich gelohnt. Ein Dietrich abgebrochen und einen wieder zurückbekommen. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. So. Nehmen wir die Truhe auch noch raus, aus. Mist. Mist. Aha. Pfeile nehme ich auch mit. Und drei Dietriche. Das hat sich auch wieder gelohnt. So. Noch eine Kiste. Nee. So, laufen wir mal den Weg hier entlang. Dann sind wir fast wieder im alten Lager. Wo ich aber dann... wir sind im alten... Was? Was? Wo ist Kavalon? Ich kann mir das nicht merken. Ach, verdammt. So, jetzt nochmal schauen. Ich würde sagen, wir gehen den Weg hier entlang. Dann müssten wir eigentlich in so einen komischen... Da unten ist... Ja, laufen wir einfach mal. Suchen wir. Suchen, suchen, suchen. Und, ja. Tut mir leid, dass es so eine langweilige Folge wird. Hätte ich auch nicht gedacht. Da geht's doch zu den Orks, oder? Und der Kavalon war in der Nähe der Orks. Soweit ich mich entsinne. Also es scheint das ja eigentlich kein verkehrter Weg zu sein. Moment. Da ist doch Kavalon. Haha, ich habe dran gedacht. Und das ohne Speichern. Nee, sehe ich jetzt nicht ein. Das ist auch der Goblin, an dem wir uns das erste Mal unsere Pfeil- und Bogenkunst ausprobiert haben. Und die Warze, Wanze. Gott sei Dank, Leute. Für Gomez. Ja, nee, für mich. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Nehmen wir mal Bogenstufe. Kannst du mir beibringen, besser mit dem Bogen umzugehen? Für einen Anfänger ist es nicht schwierig, besser zu werden. Es ist eine Frage der Haltung. Die Füße schön weit auseinander, Arme auf eine Linie bringen, Luft anhalten und... Schuss. An bestimmten Stellen des Körpers reicht ein Schuss aus, um dein Ziel zu erlegen. Als Anfänger hast du nur eine kleine Chance, diese Stellen zu erwischen. Aber wenn du meine Ratschläge beherzigst, wirst du beim nächsten Mal besser treffen. Heißt das, bei der Königin könnte auch ein Schuss reichen, wenn ich gut genug bin? Das wäre natürlich gut. Zeig mir deine Ware. Ach Gott, hat der viel. Okay, also... Also ich werde jetzt den Bogen holen und den besten und werde einen kleinen Abstecher bei Diego machen und ein bisschen Geschick leveln. Da werde ich aber einen Cut machen müssen wegen dem In Extremo Konzert. Und ja, werdet ihr dann sehen. Weil Diego ist ja auch nicht sehr weit weg von uns. Dementsprechend können wir das machen. Und was tun wir ihnen jetzt geben? Das können wir ihm geben. Das können wir ihm geben. Äh.
Das können wir ihm geben. Ich habe keine Fackeln gekauft, merke ich gerade. Egal. Können wir ja noch machen. Nee, Moment. Das ist zu viel für ihn. Zwei Erz? Nee, das sehe ich nicht ein. Was soll der Geiz? Moment. Ablehnen. Ich will noch ein paar Pfeile. Nein! Och, Mann. Fick dich! Fick dich! So. Der hier und der hier. Dann noch den Dietrich. Und dann kann ich noch Pfeile in dem Wert holen. Mache ich jetzt einfach so. Und wie gesagt, dann gehe ich zu Diego und tue noch ein bisschen Geschick leveln. Wenn der hier mir schon keinen neuen Bogen-Skill mehr geben will. So. Annehmen.